Erfahrung zu Ars Nova oder ARS Nova. Ich setze das Ganze ein in einer Veranstaltung in der Rechtswissenschaft im ersten Semester. Ich habe da eine eigene Lehrveranstaltung mit dem Titel Einführung in die juristische Arbeitstechnik. Ich bin selbst als Mitarbeiter im starken Staat dort beschäftigt. Es ist ein Dekanat angesiedelt. Das ist eine optionale Zusatzveranstaltung zum regulären Veranstaltungsprogramm, wo wir quasi neben das eigentliche Hauptveranstaltungsprogramm, was klassischerweise in der Rechtswissenschaft besteht aus einer großen Vorlesung mit Kleingruppentutorien als Ergänzung. Und in beiden Vorlesungen ist nicht so die Zeit, um die eigentlichen Arbeitstechniken, die Werkzeuge den Studierenden näher zu bringen. Und das ist das Ziel dieser zusätzlichen Veranstaltung, in der ich das System einsetze. Das hat den Vorteil, dass ich da in der Gestaltung relativ frei bin, neu bin und eben auch solche neuen Werkzeuge da ganz gut einsetzen kann, weil es diese Veranstaltung bisher nicht gibt, keinerlei Vorgaben, ich da relativ frei agieren kann. Und deswegen nutze ich die Veranstaltung gerne, um da auch mal didaktisch neue Werkzeuge auszuprobieren. Vielleicht kurz zum Hintergrund, wie ich dazu komme. Ich bin selbst also Jurist und gleichzeitig durch ein Zusatzstudium Moderator für Hochschuldidaktik und Berater in Organisationsentwicklungsfragen für Hochschulen. Und in dieser Kombi bin ich halt in der Rechtswissenschaft auf einer Stelle für juristische Arbeitstechnik und Fachdidaktik. Und als solches probiere ich da eben gerne entsprechende neue Instrumente, neue Tools aus. Der Weg zu dem ARS Nova war in den ersten Schritten so ähnlich, wie Herr Wuglitz das auch schon beschrieben hat. Das Clicker-System kam für uns aus logistischen Gründen nur sehr schwer in Frage, weil wir halt ein großer Fachbereich sind. Unsere Erstsemesterveranstaltungen liegen so im Bereich 300 Studierende aufwärts, bis zum Teil 500, 600 Studierenden im Hörsaal. Da wäre also bei 50 Klickern pro Koffer eine ganze Entourage an Hilfskräften erforderlich, nur um die Hardware mit ins Hörsaalzentrum zu nehmen. Das ist also organisatorisch einfach schwer zu leisten, weil wir das System auch eben noch nicht mal bei uns im Gebäude haben, sondern das im IG Farbenhaus holen müssen, ins Hörsaalzentrum hin und her und zurück. Deswegen die Idee, hier ein System einzusetzen, was auf Bring Your Own Device eben auch basiert. Das Totschlagsargument, was wir gerade gehört haben, nämlich die Implementation von PowerPoint, ist bei dem ARS Nova so in der Form nicht gegeben, was bei mir aber auch kein vorrangiges Ziel war, das unbedingt mit einbauen zu müssen, weil ich ohnehin in den Präsentationswegen meiner Veranstaltung immer wechsle zwischen PowerPoint und mittlerweile Prezi-Präsentationen. Das sind so offene Strukturpräsentationen, quasi wie ein großes, fast unendliches Flipchart-Blatt, wo man Elemente positionieren kann. Man kann fast unendlich rein- und rauszoomen, Strukturen zeigen und so weiter. Das bietet sich für eine Veranstaltung der juristischen Arbeitstechnik in einigen Sitzungen eher an. Deswegen springe ich ohnehin zwischen den Systemen und aus dem Grund war die Implementation von PowerPoint jetzt nicht so wichtig. Was für meinen ersten Durchgang für ARS Nova gesprochen hat, war schlicht, dass es ein relativ schnell und leicht zugängliches System ist, dass es nicht mit Lizenzen und Kosten arbeitet. Das heißt, ich konnte es einfach so ausprobieren, ohne dass ich eine Lizenz beantragen musste, dass ich Kosten einwerben musste dafür oder dergleichen. Und das Zweite, was es von EduVote unterscheidet, ist, es bietet im Prinzip drei didaktische Instrumente, die man einsetzen kann. Nicht nur diese implementationsfähigen Fragen, die man in die PowerPoint einbaut. Das ist also eins von drei wesentlichen Tools, die ich auch alle dreimal ausprobiert habe, sie einzusetzen. Auf die komme ich gleich noch näher zurück. Zunächst war die Frage, ob das, was man durch die Aufgabe des Clicker-Systems sich eventuell an Problemen hausgemacht holt, zu überwinden ist, nämlich die Erreichbarkeit der Studierenden. Wenn ich ausreichend Geräte dabei habe, Verteilern gehen, was haben alle die Möglichkeit teilzunehmen? Wie ist das mit mobilen Geräten? Das System funktioniert auch mit allen Plattformen. Es funktioniert webgestützt. Das heißt, egal welches Gerät die Teilnehmer haben, sie brauchen nur einen Browser zu öffnen und eine entsprechende URL einzugeben. Da gucken wir gleich noch kurz rein. Deswegen ist es relativ breit einsetzbar, anwendbar. Ich habe mir die Mühe gemacht, im Sommersemester 2013 vorher mal mit einem Fragebogen eine Abfrage zu machen, wie denn so die Erreichbarkeitsquote der Studierenden ist, in einem Hörsaal mit knapp 400 Studierenden. Habe so Fragen gestellt wie, besitzen Sie ein entsprechendes Mobile-Device? Also welches besitzen Sie? Haben Sie das ohnehin immer dabei? Falls nicht, würden Sie es mitbringen, wenn das vorher angesagt wird, um es für so ein System zu nutzen? Ergebnis kurz zusammengefasst, die Erreichbarkeitsquoten waren zwischen 95% und 100%. Also kein Grund deswegen von dem System irgendwie abzugehen. Dann war die Frage, ja, wie kann man es didaktisch eben entsprechend sinnvoll einsetzen? Für was kann man es nutzen? Das habe ich mir eben entsprechend vorher überlegt, auch bei der Suche nach dem System. Ich habe gemeinsam mit einer Hilfskraft mir da entsprechend einen Überblick verschafft, was ein System da so umherschwebt und haben dann uns unter anderem für einen EduVote, für einen Test entschieden und im Hörsaal dann letztendlich auch dieses System hauptsächlich eingesetzt. Der Haupt,
didaktische Nutzen, den ich darin gesehen habe, ist das, was auch schon bei Herrn Wurglitz gerade anklang. Man hat grundsätzlich, was so gerade Live-Feedback angeht, war man zu schnell, haben die Leute alles mitgekriegt, gibt es noch Fragen, hat man wen abgehängt und so weiter. Grundsätzlich zwei Möglichkeiten, die man hat. Die langwierige ist eine Evaluation, die Fragebogennummer, hat aber immer eine Auswertungsphase hinten dran, ist kein Live-Feedback, kann ich nicht direkt umsetzen, nicht direkt einsetzen. Die einzige Möglichkeit, gleich eine Rückmeldung zu kriegen, ist das typische Handzeichen, die Handzeichenabfrage. Da ist eben das Problem, dass es nicht anonym ist, das verfälscht die Validität des Ergebnisses. Das heißt, selbst wenn eine Frage wie die typische Frage, sind zu dem Abschnitt noch Fragen, kriegt man kein wirklich echtes Leistungsstand, Lernstandbild des gesamten Hörsaals, weil eben sehr viele, die es eigentlich nötig hätten, die Hand zu heben und zu sagen, ich habe das irgendwie noch nicht verstanden, gerade die lassen die Hand in der Regel meistens unten. Also wenn man mit solchen Instrumenten arbeitet, ist die Erfahrung, man macht gute Leute noch besser und die, die es am ehesten bräuchten, da eine Rückmeldung zu geben und auf die einzugehen, das sind die, die am ehesten schweigen. Und so ein System bietet eben die Möglichkeit, diese beiden positiven Dinge miteinander zu verbinden. Man hat ein anonymes Feedback, aber ein sofort abrufbares, sofort einsetzbares und, wenn man es entsprechend einsetzt, gleich umsetzbares noch in der laufenden Veranstaltung. Und das ist das, worauf es mir ankam, warum ich das System da eingesetzt habe. Die drei Elemente, die man im ARS Nova nutzen kann, sind einmal eben die Fragen, so wie wir die gerade auch schon gesehen haben, die ich entsprechend vorbereiten und dann aufrufen und darüber abstimmen lassen kann. Es gibt aber noch zwei weitere Live-Feedback-Möglichkeiten, die ARS Nova bietet. Das ist einmal eine Option, die die Studierenden, die sich in die Session eingeloggt haben, das zeige ich gleich noch, jederzeit aufrufen können in der laufenden Veranstaltung. Und zwar können die da ein immer wechselndes Voting abgeben über das Veranstaltungstempo. Das ist einfach so eine Smiley-Abfrage. Die ist jetzt im letzten Update ein bisschen geändert worden. Ich muss jetzt gleich nochmal selber reingucken. Das waren bisher 4 Rubriken, jetzt sind es nur noch 3. Das finde ich ein bisschen unglücklich, weil die Rubriken, wir gucken es uns gleich an, das Ganze jetzt ein bisschen einschränken, fand ich nicht so gelungen. Aber das Tool als solches ist eine Menge wert, hat aber auch seine Tücken, auf die ich gleich am Ende noch kurz eingehen will. Das ist also das zweite Tool, eine ständige Rückmeldung über die Veranstaltungsgeschwindigkeit, die ich mir geben lassen kann. Und wenn ich das zum Beispiel auf dem zweiten Bildschirm neben meiner Präsentation stehen habe und das hinkriege, da immer kurz ein Auge drauf zu haben, kann ich halt sehen, wann ich sozusagen anfange, den Saal leer zu lesen und, oder einzuschläfern und kann darauf unmittelbar reagieren. Das dritte Tool, was hier geboten wird, ist, dass die Studierenden jederzeit anonym ihre Fragen in das Tool reinschreiben können. Und ich kann die, wenn ich das entsprechend einbaue, sei es zwischendurch, indem ich kurz mal eine 3 Minuten Diskussionsphase, wenn ich die habe, in der Zeit gucke ich mir die aufgelaufenen Fragen an. Oder auch einfach, ich baue das ein als die letzten 5 Minuten, 10 Minuten der Veranstaltung, habe das als Element fest vorgesehen, dass ich dann da aufhöre und sage, ich gucke jetzt mal gerade Ihre Fragen durch und dann kann ich als Dozent vorne mir die Liste der eingegebenen Fragen, die während der Veranstaltung eingegebenen Fragen abrufen. Auch das hat gewisse Tücken, auf die ich gleich noch eingehen will. Wenn man es aber entsprechend mit einer entsprechenden Einleitung verbindet, ist das ein sehr starkes Tool, was ich finde, wo ich finde, was sich sehr gut einsetzen lässt. Ich würde einfach kurz nur die Oberfläche mal zeigen. Auch da hat es jetzt durch dieses letzte Update die eine oder andere Änderung gegeben. Ich bitte schon mal vorab um Nachsicht, wenn da jetzt nicht alles an der Stelle gleich zu finden ist, an der ich es eigentlich gewohnt bin. Man hat also gerade gesehen, man geht über einen Browser einfach über die Adresse ARS Nova. Ich habe jetzt ausgewählt, dass ich mich als Dozent einloggen möchte. Ich komme auf den nächsten Bildschirm, kann hier jetzt wählen, ob ich einen Gastzugang haben will, einen ARS Nova, wo ich mir also einmal so eine Registrierung reinziehen muss. Oder ich kann mich auch mit meinen Facebook- oder meinen Google-Daten dort einloggen. Das heißt, ich muss nicht zwingend einen neuen Account anlegen, eine neue Lizenz. Ich kann auch mit vorhandenen Accounts reingehen. Das dient eben dazu, dass ich dann meine ganzen Abstimmungssessions, wenn ich mehrere mache, eben alle unter einem Punkt verfügbar habe. Ich logge mich meistens hier über ein Google-Konto ein. Jetzt will ich hoffen, dass das geht, ohne dass ich jetzt erst bestätigen muss. So, das ist jetzt das, was zurzeit in diesen an vorbereiteten Sessions drin ist. Was man also jetzt hier sehen kann, ich habe hier zum Beispiel eine Session, die obere,
die ich zuletzt eingesetzt habe, da ist die 3. Das ist die Anzeige, dass ich 3 vorbereitete Fragen dort drin habe, die ich in einer der letzten Veranstaltungen eingesetzt habe. Die mittlere habe ich mal drin gelassen, sozusagen zur Ansicht. Das ist eine aus dem vorherigen Semester. Da sind 6 Fragen drin gewesen und dazu hat es insgesamt 187 Rückmeldungen gegeben. Das sehe ich also auch hier auf diesem Übersichtsbildschirm, wenn ich mir da verschiedene Sessions reinsetze. Ich würde Sie jetzt mal bitten, an Ihrem mobilen Gerät den Browser aufzurufen und da einfach mal die Adresse arsnova.eu einzugeben und sich dann als Gast anzumelden. Oder Student heißt es jetzt genau. Schon eine Erneuerung. Und dann werden Sie nach einer Session-ID gefragt und die ist hier oben zu sehen. Also eine 8-stellige Zahl, die Sie da eingeben müssen. Damit gelangen Sie in die entsprechende Session, wo Sie die vorbereiteten Fragen beantworten können. Ja. Funktioniert das auch mit Windows-Endgeräten? Ja, meines Wissens ja, ist das System unabhängig, weil das über das Browser gestützt funktioniert. Das heißt, jedes Gerät, mit dem ich einen Browser und eine entsprechende URL öffnen kann, kann ich daran teilnehmen. Das ist dann eben Plattform und Geräte unabhängig, solange ich da eine entsprechende Internetfunktion habe. Ah, okay. Wir haben die Hotline im Raum sitzen. Also die Rückmeldung hatte ich bisher aus dem Hörsaal jetzt noch nicht, dass spezielle Windows-Phones da irgendwie zicken machen. Das wäre vielleicht mal interessant, dem nachzugehen. Also wenn man über Google, also die Seite, die bei Google der erste Hit ist, die scheint nicht zu funktionieren. Das ist nämlich noch nicht die abgedatete Version. Ich habe es wirklich sozusagen dann händisch. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass das Update nicht... Ja, das kommt nämlich regelmäßig. Genau, ja. Also für diejenigen, die erfolgreich in der Session sind, man sieht jetzt hier, also Sie sehen jetzt natürlich eine Studentenansicht, so wie Sie als teilnehmender Student das, die Plattform, die Oberfläche sehen. Hier auf der Wand meine Dozentensicht. Ein erster Unterschied, der Ihnen wahrscheinlich auffallen wird, ist, wenn Sie auf die Hörsaalfrage gehen, ist bei Ihnen nur eine zu sehen, obwohl hier 3 drin sind im System. Das ist eine Funktion, die ich bereits eingesetzt habe. Das sind nämlich meine 3 Fragen. Und man sieht hier, man sieht es auf der Wand etwas schlecht, die erste und die letzte sind rot markiert. Die habe ich bisher nämlich gesperrt als Dozent. Und deswegen sehen Sie als Student im Moment nur eine, weil ich die erst in einer späteren Phase der Veranstaltung sozusagen zur Verfügung stellen will. Denn alle, die ich freigegeben und nicht gesperrt habe, sind, sobald Sie sich einloggen als Student, sind die Fragen alle beantwortbar. Ich möchte aber ja entsprechend eingebaut, dass nur zu bestimmten Zeitpunkten an bestimmten Stellen bestimmte Fragen beantwortet werden und nicht alle da sitzen erstmal 20 Minuten lang alle 12 Fragen irgendwie runter-xen. Und deswegen bereite ich die Fragen entsprechend vor, sperre die, kann die aber dann im Laufe der Veranstaltung mit einem Klick freigeben und dann tauchen die bei den Studenten eben auch entsprechend auf. Das ist jetzt sozusagen die Abweichung von Ihrer Studentenansicht zu der Dozentenansicht hier. Zu der einen Frage würde ich Sie dann einfach mal bitten, meine Einschätzung abzugeben, die da genannt ist. Das überhaupt keine. Das ist ungewöhnlich. Ich sehe, dass man eine Frage anklicken kann, aber wenn ich sie anklicke, ist der Hörsaal bei mir leer. Also ich kann bis Hörsaal bewegen, aber dann bin ich leer. Ich habe schon das Feedback abgegeben. Aha. Das klingt eher nach einem Darstellungsfrei. Ich würde jetzt mal bitten, da mal eine Abstimmung, eine Einschätzung abzugeben. Also einen kleinen Hintergrund, den ich vielleicht geben muss, aber Sie sind jetzt sozusagen alle auf dem, gehe ich von aus, auf dem Nichtjuristenstand eines Erstsemesters in der zweiten, dritten, vierten Woche. Der kennt die Hintergründe nämlich auch noch nicht. Es geht darum, dass im StGB es einen Grundtatbestand der normalen Körperverletzung gibt
und eine Verschärfung, einen Spezialtatbestand der gefährlichen Körperverletzung. Da gibt es einen Katalog, wie man daraus eine gefährliche Körperverletzung machen kann. Und eine Nummer aus diesem Katalog ist der Einsatz einer Waffe oder eines gefährlichen Werkzeugs. Und eine klassische Frage im Strafrecht, die sich immer wieder stellt, ist, ob das Treten einer anderen Person mit einem Schuh am Fuß bereits unter diese Nummer zu subsumieren ist, ob das bereits der Einsatz eines gefährlichen Werkzeugs ist. Was ich damit demonstrieren will, ist, das ist eine Form von Einsatz dieser vorbereiteten Fragen, die ich in dieser Arbeitstechnikveranstaltung sehr gerne verwende, weil ich diese Fragen gerne in solche Kontexte einbinde wie so ein Think per Share. Das heißt, ich mache relativ früh diese Frage, lasse ohne Vorrede darüber einmal abstimmen, so eine Baucheinschätzung abgeben. Dann lasse ich die Teilnehmer pärchenweise miteinander ihre Argumente austauschen, warum sie so abgestimmt haben, wie sie abgestimmt haben. Eventuell kann man dann schon eine weitere Abstimmung, die Frage nochmal beantworten lassen, gucken, was sich verändert hat. Und dann kann man noch eine Stufe weitergehen. Entweder man sammelt Argumente schon im Plenum oder man lässt nochmal zwei Zweiergruppen miteinander sprechen. Der Vorteil ist, dass das eine sehr starke teilnehmeraktivierende Wirkung hat, obwohl 400-500 Leute im Hörsaal sitzen, mit denen ich nicht allen einzeln sozusagen ein Dialoggespräch führen kann. Aber so werden die alle dazu angeregt, erstens nachzudenken, weil sie abstimmen, zweitens ihre Argumente auszutauschen, das nochmal eventuell zu revidieren, überdenken. Und das ist genau das, was in der juristischen Arbeit letztendlich eine Rolle spielt und was in der Arbeitstechnik auf dem Weg zu einer Falllösung an mehreren Stellen immer wieder eine Rolle spielt. Also genau das, was hier simuliert wird, ist der Denkvorgang, den auch in der juristischen Klausur jeder Studierende für sich alleine nachvollziehen muss. Dass er sich überlegt, wie könnte das sein, dann anfängt im Gesetz nachzuschlagen, Argumente zu sammeln, in seinem Wissen zu kramen und das alles irgendwie versucht miteinander zur Deckung zu bringen. Bei dem System, was hier mit den Klickern arbeitet, gibt es die Option, dass man so eine Mehrfachabstimmung parallel nebeneinander die Ergebnisse anzeigen kann. Das kann das Tool leider nicht. Das wäre vielleicht eine Anregung, sowas in Zukunft vielleicht mit einzubauen. Ich kann hier jetzt eben eine Statistik der erfolgten Abstimmung anzeigen, aber eben immer nur eine. Was ich bisher jetzt mache, wenn ich das in der Vorlesung in mehreren Stufen einsetze, dass ich die Fragen einfach dupliziere. Also ich mache quasi dreimal dieselbe Frage, sodass ich drei unterschiedliche Statistikauswertungen habe und kann die dann nacheinander zeigen. Ich würde jetzt einfach mal... Und wir können uns die Statistik auch angucken. Ja, genau, die kann ich dann jetzt... kann ich dann auch selber, wenn ich das freigegeben habe, ja, also man kann die dann sehen. Das ist hier der Button, den ich jetzt hier aktivieren kann, Statistik freigeben. Das kann ich eben also auch sperren, dass nur ich vorne die Statistik sehe, wenn mir das irgendwie... aufgrund des Einbaus der Frage sinnvoll erscheinen, kann ich das an der Stelle machen. Aber grundsätzlich ist die, im Moment ist sie freigegeben, sodass die sichtbar ist. Und ich kann sie dann hier auch anzeigen. Ja, auch das ist bei einer relativ geringen Teilnehmerzahl ein sehr schönes Ergebnis, weil das nämlich zeigt, dass die Frage didaktischen Sinn erfüllt. Weil es eine recht breite Verteilung gibt. Es gibt eben nicht diesen 95%-Klassiker, der einem gleich ins Auge springt. Und es ist tatsächlich so, dass das hier eigentlich die richtige Antwort ist an dieser Stelle. Die 14%. Weil es tatsächlich so ist, dass man weder jeden Schuh in jeder Situation generell als gefährliches Werkzeug einstuft, das wäre die Variante A, aber es komplett abzulehnen und zu sagen, nein, kein Schuh auf dieser Welt ist ein gefährliches Werkzeug, ist auch nicht korrekt. Man braucht noch weitere Informationen, es ist nämlich eine Frage des Einzelfalles, was für ein Schuh ist das, wo wird damit hingetreten und so weiter und so weiter. Das ist sozusagen der Weg zur Lösung für diesen kurzen Fall, ob ein Tritt mit einem Schuh, das ist der sogenannte beschuhte Fuß, so wird es in der Literatur immer gerne verwendet, so als Klassikerproblem im Strafrecht dann macht. Eine weitere Stufe, die man an der Stelle dann jetzt nämlich auch einbauen kann, und deswegen habe ich es, ich mache keine Strafrechtsvorlesung, deswegen habe ich es in der Arbeitstechnikveranstaltung drin, weil es mir gar nicht so sehr darum geht, dass die Studierenden diese Inhalte jetzt da lernen. Das ist nämlich erst Zweit- oder Drittsemesterstoff, sondern mir geht es darum, den Studierenden zu zeigen, diese Entwicklung einer ersten Idee, eines Gedankens, den zu vertiefen und wie sie das jetzt mit Hilfe von Literatur rauskriegen, wohin die Reise geht. Das baue ich, diese Frage zum Beispiel habe ich eingebaut in einen Abschnitt, in dem es darum geht, wie ich mit Literaturwerken im Rahmen einer Hausarbeit umgehe und arbeite. Das heißt, wir simulieren die Situation, ich sitze in meiner Hausarbeit und es stellt sich mir diese Frage. Ich habe eine erste Idee, wo es hingeht und komme auf die Idee, das reicht noch nicht, ich brauche weitere Infos. Jetzt stellt sich die Frage, wo kriege ich die her? Das heißt, ich simuliere auch jetzt an der Stelle in der Veranstaltung, ich habe vorher angesagt, bringen Sie diese und jene Bücher mal mit oder ich habe selber einen Gesetzeskommentar dabei mit dem entsprechenden Auszug, in dem das erläutert ist, den lege ich jetzt als Folie auf,
dass alle das lesen können und lass am Ende nochmal abstimmen. Und spätestens dann stehen hier 95-98%, weil es sich aus dieser Textarbeit dann eben ergibt, dass diese beiden Schwarz-Weiß-Antworten noch nicht funktionieren an der Stelle. Das ist sozusagen so eine Entwicklung, wie diese Frage in so einen Veranstaltungskontext eingebaut werden kann. Dann würde ich gerne kurz noch zeigen, wie eine entsprechende Frage entsteht, also wie die, vielleicht hier noch kurz die verschiedenen Optionen, die man noch hat, also Statistik anzeigen, habe ich gerade gemacht, haben wir gerade gesehen. Statistik freigeben ist eben genau der Punkt, ob die Studierenden sofort sehen können, wie das Abstimmungsergebnis ist. Richtig markieren bedeutet, wenn es eine richtige Antwort gibt und ich lege die fest, ob die dann eben entsprechend angezeigt werden soll. Das heißt, sobald der einzelne Studierende abgestimmt hat, kriegt er angezeigt, was wäre die richtige Antwort gewesen. Das habe ich hier jetzt erstmal offen gelassen. Das ist das Sperren der Frage, ob die eben sofort sichtbar sein soll für jeden, der sich eingeloggt hat in die Session oder ob ich die erst nachträglich freigebe. Antwort löschen wäre jetzt eben das Bereinigen des jetzt vorhandenen Abstimmungsergebnisses, um das Ganze nochmal durchzuführen. Dann wären die Dinge aber eben weg. Solange ich diesen Button nicht betätige, habe ich die in dieser Session zu dieser Frage dauerhaft gespeichert, die Prozentzahl. Die bleiben dann erstmal drin. Richtig markieren bedeutet was jetzt? Wann wird es richtig markiert? Wäre es sofort, wenn ich geantwortet habe oder erst, wenn ich es freigegeben habe? Wenn ich das richtig markieren aktiviere, dann werde ich bei der Konstruktion der Frage auch eine Antwort als die richtige markieren. Und sobald der Teilnehmer abgestimmt hat, kriegt er angezeigt, was wäre die richtige gewesen. Sofort. Also er stimmt selber ab, sein Ergebnis ist drin und er kriegt angezeigt, was die wird dann hervorgehoben, die entsprechende richtige Antwort, die ich vorher markiert habe. Ja, kurz zu den Rubriken hier. Hier unten in der Fußzeile ist das Icon fürs Feedback zu sehen. Das ist eben, und hier sieht man jetzt eine 8, das heißt, hier haben 8 aktuelle Teilnehmer der Session entsprechendes Feedback in dieser, bei dieser Geschwindigkeitsabfrage vorgenommen. Das ist diese hier. Das heißt, ich kann das auch zwischendurch... Man sieht, es ist Live-Feedback, das verändert sich eben ständig. Ich kann eben auch jederzeit ein abgegebenes Feedback auf eine andere Kategorie ändern. Wenn es also bisher alles in Ordnung war und jetzt wird es mir zu schnell, kann ich sozusagen dem Dozenten dadurch eine Rückmeldung geben, bremsen, jetzt wird es etwas unverständlich. Das sind jetzt nur noch 3. Ich fand die 4 Kategorien vorher irgendwie angenehmer. Was nämlich jetzt im Prinzip fehlt, ist alles in Ordnung so. Die Kategorie ist nämlich rausgenommen worden, wenn ich das richtig gesehen habe. Es gibt jetzt nur noch bitte schneller, bitte langsamer und ich bin draußen oder so. Das sind die 3. Bis jetzt gab es kann folgen noch als 4. Kategorie. Das ist ja eigentlich das Optimum, wo man hin will. Man möchte ja, also idealerweise trifft man ja eben nicht nur zu schnell oder zu langsam, sondern ein gutes Tempo für den Großteil der Teilnehmer. Also die 4. Kategorie würde ich ganz gerne wiedersehen. Die fand ich jetzt nicht so praktisch rauszunehmen. Jetzt hat auch jemand eine Frage eingetragen, das ist auch sehr schön. Ich kann eben hier unten als Dozent über diesen Fragen-Button, das ist jetzt die Seite, die Fragen der Studierenden, die eingeloggt sind, die da eingegeben sind. Ich sehe jetzt hier erstmal nur das Stichwort, also das Subject sozusagen der Frage, die jemand eingegeben hat und kann die jetzt hier für mich aufrufen. Und kann dann eben hier jetzt die entsprechende Frage sehen und kann dann überlegen, ist das was ich ohnehin an einer folgenden Stelle der Veranstaltung noch als Thema sowieso mit einbauen will? Oder gehe ich jetzt sofort darauf ein, weil das etwas ist, wo ich den Studierenden, der diese Frage hat, wieder auf den Stand aller mit zurückholen muss, sozusagen? Aber das geht jetzt nur, wenn du sozusagen auf einem zweiten Monitor, also angenommen, du bist in einer PowerPoint-Präsentation mit Beamer, dann musst du quasi dein zweites Device noch daneben haben. Genau. Also eine Möglichkeit ist, ich kann auch meine Dozentenseite übers Handy abrufen und mir das daneben legen. Oder ich habe das schon mal gemacht, dass ich dieses Live-Feedback mal über einen gewissen Zeitraum ständig sehen wollte, wie die Geschwindigkeit ist. Da habe ich die PowerPoint über den Präsentationsrechner im Hörsaal vorgeführt und hatte nebendran das Notebook stehen, wo immer dieses Live-Feedback dann lief. Das ist dann aber zum Beispiel auch was, da komme ich gleich noch drauf, wo man sich wirklich genau überlegen muss, wie man das einbaut. Und man muss diese Situationen, das muss man sich gut überlegen und gut vorbereiten, weil unter Umständen man in so einem Redefluss ist und der Blick fällt auf diesen Bildschirm und man denkt, was ist das denn, das bringt einen raus. Also das habe ich auch festgestellt, selbst wenn man da sich gedanklich darauf vorbereitet, kann einen das trotzdem ziemlich rausbringen, je nachdem, was da eben kommt.
Eine zweite Möglichkeit, ein kleines Problem bei dieser Fragenseite, das war auch eine Erfahrung aus dem ersten Test. Ich habe von der zweiten Anwendung an eine relativ ausführliche Einleitung mit den Studierenden gemacht, was dieses Tool kann, wofür ich das gerne einsetzen möchte, was der Sinn und Zweck ist, und habe an sie appelliert, das möglichst diszipliniert einzusetzen. Beim ersten Mal habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich diese Vorerklärung nicht gemacht habe, und die Studierenden haben natürlich erstmal geguckt, was gibt es denn da alles so an Spielereien und Möglichkeiten, und haben mir gleich irgendwie 120 Fragen reingeknallt in diese Liste. Und das war zur Zeit der Fußball-WM, da kamen dann noch so, natürlich dann keine echten Fragen, sondern es kamen dann Kommentare mit Ergebnistipps und so weiter. Das ist deswegen natürlich schwierig, weil ich in der Übersicht als Dozent immer erstmal nur diese Subjects, also diese Titel der Fragen sehe. Das heißt, um zu sehen, ob das jetzt wirklich eine echte Frage ist oder ob irgendein Honk da Späßchen macht, muss ich die einzeln anklicken und aufrufen. Ich sehe eben nicht den vollen Fragentext, sondern immer nur diese Überschrift. Und wenn die irgendwie allgemein gehalten ist oder nichtssagend ist, dann klicke ich in jede Frage rein. Und bis ich dann aus 120 Spaßfragen die 10 echten rausgefiltert habe, brauche ich eine halbe Stunde, die ich mit den Studierenden nichts anderes machen kann. Da muss man also dann wirklich ein bisschen an die Disziplin der Studierenden appellieren, dass sie dieses Tool nicht missbrauchen, weil sie sich damit eigentlich ins eigene Knie schießen. Aber das wissen sie vorher halt auch nicht. Und ich habe es beim ersten Mal so auch nicht gewusst. Hat man das erste Mal gedacht, so, jetzt gucken wir mal in ihre Fragen rein, und kam halt diese Riesenliste, und es waren halt 80% mal ausprobieren, was die Funktion so kann. Da muss man halt darauf achten, dass man da vielleicht von Beginn an entsprechend mit den Studierenden eine Vereinbarung trifft, wie dieses Tool eingesetzt werden soll. Ja, wie lege ich eine Frage an? Oder welche Fragemöglichkeiten gibt es? Hier ist eben ganz zu Anfang beim Eingang der entsprechende Button, wie ich eine neue Frage produziere. Hier kann ich dann das Thema der Frage eingeben, also sowas wie die Überschrift, dann den eigentlichen Fragetext, darunter die Antwortmöglichkeiten. Das ist standardmäßig eingestellt auf 4 Antwortmöglichkeiten. Man sieht aber hier an den Plus- und Minuszeichen, dass ich das natürlich jederzeit beliebig verändern kann. Und darunter kann ich dann die entsprechenden Antwortmöglichkeiten eintragen. Hier hinten sieht man, ist so ein graues Häkchen, was man aktivieren kann. Das ist eben die Option, wenn ich die richtige Antwort demonstrieren kann, klicke ich da halt an, welches die richtige ist, die dann angezeigt wird. Hier oben sieht man die verschiedenen Fragekategorien, die möglich sind in der Kopfzeile. Ja? Das hängt von der Fragenkategorie ab. Das ist genau jetzt die Kopfzeile. Multiple-Choice-Frage heißt, es gibt mehrere richtige Antwortmöglichkeiten. Single-Choice heißt, es gibt nur eine richtige Antwortmöglichkeit. Das heißt, wenn ich eine MC-Frage ausgewählt habe, kann ich auch mehrere dieser Häkchen hier aktivieren als die möglichen richtigen Antworten. Das ist halt dann die Frage, da stellt sich eben die Frage, welche Frageart ich da entsprechend einsetzen möchte. Und dann muss ich mir das eben überlegen, was da Sinn macht. Das sind die zwei ersten Kategorien, die Multiple Choice, also mit mehreren richtigen Antwortmöglichkeiten. Die Single Choice Frage, wo es nur eine richtige Antwortmöglichkeit gibt, eine Ja-Nein-Frage. Dann auch eine Freitextfrage ist auch möglich, wo ich halt entsprechend dann Texte als Antwort frei eintragen lasse. Die Evaluation, das ist die sogenannte Likert-Skala, also dieses von trifft voll zu bis trifft gar nicht zu, in, ich glaube, hier sind es 5 Items aufgeteilt. Ja. Das ist so diese typische Evaluationsskala, die man da hat. Benotung ist halt Antwortmöglichkeiten in Schulnoten von sehr gut bis ungenügend, die man abfragen kann. Eine Lernkarte ist halt eine Funktion, mit der ich sowas wie eine elektronische Karteikarte den Studierenden vorbereitend als Lerngegenstand an die Hand geben kann. Ich habe das so verstanden, dass man da eben auch durch entsprechende Vorbereitungsfragen das Ganze nicht nur als reines Live-Hörsaal-Tool einsetzen, sondern eben auch als Unterstützung der Lernstandsentwicklung der Studierenden einsetzen kann. Und zu dem Zweck gibt es eben die Möglichkeit, entsprechende Lernkarten dazu vorzugeben. Und sowas, genau, so in der Richtung. Und dann entsprechend Bildpunkt oder Bildfrage. Da gibt es eben die Möglichkeit, da kann Professor Peetz vielleicht Kunstpädagogik noch mehr zu sagen, weil es vermutlich da häufiger einsetzbar ist als bei uns in der Rechtswissenschaft. Mit Bildern arbeiten wir nicht ganz so häufig. Wir sind dann doch eher eine Textwissenschaft, was das angeht. Aber da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen und dann durch eine Planquadrateinteilung eine bestimmte Stelle markieren zu lassen, wo sich etwas Bestimmtes befindet, sinnvollerweise eine bestimmte Aussage getroffen wird oder dergleichen mehr. Also man ist mit diesem Tool eben nicht nur auf reine textliche Abfrage der Punkte beschränkt.
Ja, Lernstand des Kurses ist noch eine relativ neue Option, die ich selbst noch nicht eingesetzt habe. Deswegen will ich da gar nicht groß spekulieren, für was man die groß nehmen kann. Es soll ja um Erfahrungen des Einsatzes gehen. Hörsaalfragen, Vorbereitungsfragen sind zwei Kategorien, die ich so verstanden habe. Es geht, glaube ich, darum, bei dem Tool soll es darum gehen, verschiedene Möglichkeiten des Live-Feedback anzugehen. Und man kann eben sowohl das Ganze als Vorbereitungsfragen zu Beginn einer Veranstaltung zum Beispiel machen, zum Beispiel als Vorbereitungsfragen auf eine zuvor gestellte Hausarbeit, was man dann als Eingang der Veranstaltung nimmt, um darauf aufbauend weiterzuarbeiten in der Veranstaltung. Und die Hörsaalfragen sind halt so die klassischen, mitten in die Veranstaltung eingestreuten Fragen, die ich im Hörsaal, im Rahmen meiner Präsentation oder wie auch immer abfrage. Ich nehme es, wie gesagt, als... Ich nehme das hin, dass es ein Standalone-System ist, was nicht durch ein Plugin in PowerPoint direkt integriert ist, weil ich ohnehin zwischen den zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her springe. Deswegen war es nicht so wichtig. Was es seit einiger Zeit aber gibt, ist ein sogenanntes ARS-Overlay. Das ist also etwas, was man... Das hier funktioniert völlig ohne Download, auch wie Sie gesehen haben, auch ohne Download einer App für die Studierenden. Sie brauchen nur einen Browser aufzurufen und sind drin. Dieses Overlay ist ein kleines Programm, was man downloaden kann als Dozent und hat dann die Möglichkeit, sich so ein ständiges Overlay-Fenster irgendwo so unten rechts oder wo auch immer man das platzieren will, hinzusetzen, mit dem man bestimmte kleine Icons anzeigen kann und dann eben schnell in die Abstimmung reinspringen kann, sodass man eben schneller zum Beispiel, statt jetzt immer ein Fenster zu minimieren, ins neue rein und so weiter, dann eben schneller hin und her springen kann. Ja, und wenn ich dann eben zeigen will, wie die Abstimmung aussieht, oder dann gibt es eben die Rubrik Fragen präsentieren. So kann ich eben die Frage auch nochmal, abgesehen davon, dass Sie alle als Studierende die jetzt auf Ihrem Mobilgerät sehen können, kann ich die eben auch nochmal in groß sozusagen auf die Wand werfen, für die, die jetzt gerade vielleicht technische Schwierigkeiten haben, nicht live mitmachen können, dass die aber zumindest an der Präsentationswand sehen können, worum es geht. Und ich kann dann eben von hier aus die entsprechende Statistik anzeigen oder hier eben durch die Fragen durchspringen. Also ich kann die quasi hier so rüberflippen, wie das am Mobilgerät halt auch geht, oder hier unten über die Punkte durch die verschiedenen Fragen springen. Und hier haben wir ja eben schon gesehen, das sind die 14 Antworten, die Sie jetzt abgegeben haben für die Frage, und hierüber kann ich dann auch in der Präsentation die Statistik in dieser Form dann anzeigen, was bei der Frage rausgekommen ist. Mein Fazit aus den Erfahrungen und den ersten Einsätzen dieses Tools ist, dass es also alles andere ist als nur eine technische Spielerei. Ich reagiere immer im Kollegenkreis relativ allergisch darauf, wenn über dieses Thema gesprochen wird. Und die erste Reaktion, die von mindestens der Hälfte der Kollegen kommt, ist, ah ja, diese Günther Jauch-Nummer, wer wird Millionär und so, ja, abstimmen. Das ist es absolut nicht. Also das greift wirklich eindeutig zu kurz. Da reagiere ich, wie gesagt, ziemlich allergisch drauf. Wenn man es nämlich didaktisch, klug und richtig einsetzt, ist es ein unglaublich starkes Tool, was einem in die Lage versetzt, unglaublich viel Live-Feedback zu bekommen, was man gleich umsetzen kann, sich über den Lernstand der Lerngruppe zu informieren, die man hat, und das, ist, was es an Teilnehmeraktivierung leistet, ist ein unschätzbares Instrument, was man nicht unterschätzen sollte. Es gibt einiges an vorbereitenden Studien, in die ich mich zum Teil auch eingelesen habe, im Vorfeld der Frage, setze ich so ein System ein und welches würde ich da testen? Und eine Aussage, die mir immer wieder in mehreren Studien untergekommen ist, ist, dass in Studierendenbefragungen nach dem Sinn und Unsinn des Einsatzes eines solchen Systems eigentlich zu sehr großen, überzeugenden Prozentzahlen die Studierenden gesagt haben, es erhöht ihre Aufmerksamkeit. Wenn man das gezielt und an der richtigen Stelle didaktisch klug einsetzt, sagen die Studierenden, es erhöht die Aufmerksamkeit, weil man in Erwartung einer Frage ganz anders zuhört in einer Lehrveranstaltung. Und zwar unabhängig davon, ob das Ganze anonym oder nicht anonym ist. Interessanterweise sagen die Studierenden selber, wenn man hier drückt und dann das Ergebnis gezeigt wird und keiner außer mir selber weiß, was ich gedrückt habe, trotzdem möchte ich nicht der Honk sein, der falsch liegt. Deswegen höre ich anders zu als Studierender. Das ist die Rückmeldung, die sich häufig von Studierenden ergibt. Und eine gezielte Evaluation des Einsatzes bei mir habe ich jetzt leider auch noch nicht. Die normale Veranstaltungsevaluation hat aber bei den Freitext-Eintragungen den Einsatz dieses Tools mehrfach in der Rubrik Was fanden Sie gut an der Veranstaltung, ist das mehrfach genannt worden. Bei der Variante Was fanden Sie schlecht oder verbesserungsbedürftig, taucht es nicht auf. Alle anderen verhalten sich dazu irgendwie neutral, deswegen gehe ich davon aus, es ist an sich ein guter Weg, das weiter einzusetzen, auch weiter auszubauen. Bisher habe ich das nur sehr vereinzelt, ein bisschen als Testlauf eingesetzt, aber damit bin ich persönlich bisher sehr zufrieden. Die erste Rückmeldung der Studierenden scheint ähnlich zu sein und ich werde das auf jeden Fall fortsetzen. Was ich als Fazit für mich daraus gezogen habe, ist allerdings, es muss
wirklich gut vorbereitet sein. Es nützt nichts, einfach nur die technischen Möglichkeiten einsetzen und ausreizen zu wollen. Dann bleibt das Tool einfach hinter seinen Möglichkeiten zurück. Man muss wirklich eine Menge an Vorbereitung investieren, insbesondere, das ist allerdings weniger ein Problem des Tools, sondern auch ein generelles Problem, gerade bei Multiple-Choice-Fragen. Die Qualität der falschen Antworten ist ganz entscheidend dafür, wie sinnvoll solche Multiple-Choice-Fragen sind. Das heißt, wenn ich eine Multiple- oder eine Single-Choice-Frage mache und es landen 95% bei der richtigen Antwort, dann ist das nicht so wertvoll, als wenn ich eine sehr gleichmäßige Verteilung habe. Denn das gibt Aussage darüber, wie qualitativ die in Anführungszeichen falschen Antworten tatsächlich sind. Die müssen irgendwie einigermaßen denkbar, sinnvoll und logisch sein. Nur dann regt der Einsatz eines solchen Tools und so einer Abfragemöglichkeit wirklich zum Nachdenken an. Dafür ist die Qualität der falschen Antworten ein ganz entscheidender Faktor. Und wie eben schon gesagt, was auch einer guten Vorbereitung bedarf, ist eben die Tatsache, man muss sich darauf einstellen, dass je nachdem, welche Teile man dieses Tools man nutzt, man hat ein zusätzliches Medium unter Umständen auf dem Tisch stehen. Und wenn man sich darauf nicht sauber vorbereitet hat, kann man sich damit selber rausbringen. Wenn man nicht genau sich einen Plan und eine Struktur macht, an welcher Stelle setze ich jetzt ab von meinem normalen Plan, wann gehe ich raus aus meiner normalen Präsentation und wechsle zum Einsatz dieses Systems. Alleine schon wegen des Hin- und Herschaltens dessen, was auf dem Beamer zu sehen ist, muss ich das eben entsprechend vorbereitend eingebaut haben. Das wäre soweit meine Erfahrung, Einschätzung zu dem Tool. Vielen Dank.